Ja, Max, es sind ja schon einige Tage vergangen seit unserem letzten Interview und es gibt ja viele Neuigkeiten bezüglich Askania. Die erste tolle Neuigkeit ist ja, dass unser Kunstrasen wieder eröffnet wird und bevor sich die Fanpost noch weiter stapelt, dass wir keine Interviews machen, würde ich dich bitten, ein paar Worte zu sagen. Schön erstmal, dass die Fanpost sich stapelt. Ja, das ist schon mal positiv. Ja, tatsächlich. Also es kam jetzt lange Zeit nichts von uns. Ja, und wir wollten bewusst ein bisschen Ruhe in das Thema bringen bezüglich Kunstrasen. Ja, man hat ja auch schon in anderen Interviews, in anderen Filmen ja auch gesehen, dass dort Zahlen im Raum waren, 100.000 Euro, dass der Bezirk das nicht bezahlen kann, dass wir nämlich viel Druck gemacht haben, wir nicht die Rückmeldung bekommen haben vom Bezirk, die wir brauchten, ja, um die Existenz von Askania sicherzustellen. Und tatsächlich mit einmal war es so, am Montag erreichte mich ein Anruf um 12:45 Uhr mit der freulichen Nachricht oder dem vorweihnachtlichen Geschenk, dass der Kunstrasenplatz wieder freigegeben ist. Liegt letztendlich einfach daran, dass also auch war mal eine Empfehlung von uns, ob es jetzt umgesetzt worden ist, ist eine andere Frage, aber das ist so, dass eine andere Fremdfirma hat den Zustand des Kunstrasenplatzes nochmal geprüft. Man hat sich entschieden, okay, das ist mit geringeren Mitteln als wir erwartet, instand zu setzen und ein weiterer Trainingsbetrieb und Spielbetrieb kann aufrechterhalten werden, indem einfach nur das alte Granulat abgesaugt wird eine kleine Quarzschicht aufgebracht, sodass also keine Gefahr mehr ist, dass das, was noch da ist am fehlerhaften Material, die Fasern, die da sind, letztendlich beschädigt. Das ist für uns natürlich, wie ich schon sagte, mehr als ein vorweihnachtliches Geschenk und wir sind froh, dass wir endlich wieder im Normalzustand unserem Vereinsbetrieb nachgehen können. Der Normalzustand ist jetzt wieder erreicht. Leider hatte der vorherige Zustand auch einige Folgen für den Verein. Wir haben durch diesen Zustand leider unsere C-Jugend verloren und es gibt aber auch natürlich erfreuliche Nachrichten von der Jugend zu berichten und da würde ich dich einfach mal bitten, ein paar Worte dazu zu sagen. Okay, gerne. Ja, also man hat immer Ängste bei so einer Geschichte und es wurde auch vorgestellt. Es hat sich leider bestätigt. Wir haben eine Jugendmannschaft komplett verloren, bedingt durch die Kunstrasengeschichte, weil einfach die Alternativen, die da waren, Ausweichplätze in anderen Bezirken, der frühzeitige Trainingsbetrieb in der Halle oder auch halt einfach nur Veränderungen der Trainingszeit, die weiter auf den Nachmittag gezogen wird, nicht zu bewerkstelligen waren. Ja, und damit haben wir leider eine komplette C-Jugend verloren, was ärgerlich ist. Wir aber auch bei allen Rettungsversuchen dann auch, so ehrlich kann man sein, gemerkt haben, dass wir dann doch eher doch mit den Verbundenen von Askania zusammenarbeiten, die uns auch wirklich verbunden sind und die nicht einfach nur so tun und am Ende hoffen, dass hier ein All-Inclusive-Paket ist. Ja, ein großer Dank aber da auch nochmal bei den Rettungsversuchen geht, in dem Fall an den Winter der Kamera, an den Roman, an Danke. den Ingo und auch an die Nadine und an Michael Bubke. Also wir konnten sage und schreibe innerhalb von einer Woche vier Trainer zur Verfügung stellen für den Erhalt der C-Jugend, also deren Kinder, die noch mitmachen wollten. Leider am Ende waren es zu wenig und bei sechs Kindern kann man keinen Großfeldspielbetrieb aufrechterhalten. Und da müssen wir auch den Kindern empfehlen zu sagen, okay, wechselt den Verein, weil am Ende geht es um Spaß, um Spiel, um Sport. Ja. Gut, den Verlust nehmen wir hin, der ist für uns auch ertragbar, weil in dieser ganzen Situation von Kunstrasenplatz wir enger zusammengerückt sind. Und da nochmal der Tenor, wir rücken halt mit denen eng zusammen, die mit uns auch eng zusammenrücken wollen. Ja, und das haben wir da erreicht. In der Tat ist es so, natürlich haben sich die Trainer, weil in der Vorbereitung bestand das Problem, nicht Ziele gesetzt. Sie haben tolle Vorbereitungen gemacht, sie waren im Trainingslager, haben die Kinder, die Mädchen zielgerichtet darauf vorbereitet, erfolgreich zu werden in der Saison, also da anzusetzen, wo sie aufgehört haben. Und das hat sich auch bestätigt. Die B-Jugend aktuell ist Tabellenerster in ihrer Liga ungeschlagen, auch völlig also unberührt dieses Problem, woanders zu trainieren, woanders zu spielen. Das haben sie komplett weggesteckt. Und die zweite D-Junioren, da ist der gleiche Fall, die sind auch Tabellenführer, ist tatsächlich sogar einfach ein nahtloser Übergang zum letzten Jahr. Die haben sich kontinuierlich verbessert. Und jetzt bestätigt sich das nochmal, dass sie da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Und der Sprung von der ehemaligen E-Union dann in die D-Union, der ist zwar nicht so einfach, aber haben sie bravourös geleistet. Vielleicht dazu nochmal, wo jetzt nicht der Tabellenplatz entscheidend ist, aber unsere erste D-Union, die war leider Anfang der Saison sehr fraglich, ist mittlerweile aber ein intaktes Team,
mit einer ausreichenden Anzahl an Spielern, die ein Trainingsbestimmung zu teilnehmen. Ja, also mehr als erfreulich, was unsere Jugendarbeit betrifft. Übrigens auch G-Jugend, F-Jugend, die wir kriegen trotz des Kunstrasituationen jetzt endlich geklärt, dass immer ein weiter Zuwachs und es wächst und es wächst. Wir schauen mal, wie weit es geht am Ende. Live.